Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars Shadow of the Empire. Und beim letzten Mal haben wir hier dieses Sewer-Level geschafft, also in die Kanalisation reingekommen. Und wir haben es jetzt in den Palast von Xizor geschafft und mal gucken, wie es da weitergeht. Ah, kein Intro diesmal. Naja, okay. There are four jo. Service panels to the space elevator that connect Xizor's palace to his skyhook in orbit. If you place okay. pulse bombs on each of them, the palace will explode. And the skyhook will be cut off. Okay, vier Bomben, also muss man platzieren. So, ja, kein Wunder, denn wir sind beim letzten Mal hier durch die Tür gekommen. Kann man die wieder aufmachen? Ne, war ja, wäre auch dämlich. Da kamen wir her, durch die Sewers, also durch die Kanalisation. So, und hier sind überall Wachen um die Ecken oder was? Ne, hier nicht. Das sieht cool aus, oder? Also ich finde schon. Hier sind auch noch Imperiale. Diese roten Wachen scheinen die von Xizor zu sein, persönlich, und das hier sind imperiale Wachen, ne? Oder denke ich mir zumindest. Krasser Palast, den er hier hat, auf jeden Fall. Und coole Musik gerade, oder? Stop! Niemals! Nur wenn du mich aufhältst, Kollege. Sieht auch geil aus, die Tür. Öffnet die sich dann so in alle vier Richtungen? Ich denke mal, ne? Ja. Na komm, hol doch das Ding da, ey. Soll ich mal ein bisschen bedachter spielen eventuell, also wirklich. Au! Oh, ich dachte, das wäre down. Hier diesen Superschuss, Disruptor, den müssen wir uns natürlich aufheben. Wir hatten gerade mal abgeschaut. Aha! Selbstschussanlagen überall. Und wir haben natürlich immer noch das Jetpack hier dabei. Und hier sind ordentliche Waffen und Leben. Brauchen wir auch, haben wir echt nötig, bitter nötig. So, hier ist nochmal ein bisschen was. Und hier ist ein versteckter Schalter, okay. Den hätten wir sowieso finden müssen, alles klar. Warte, ist gerade noch was hinter mir aufgegangen? Ah, man muss schnell sein. Dahinter war irgend so ein Roboter-Typ, ne? Also das gefällt mir nicht so. Warum baut der eigentlich versteckte Schalter in seinem Palast ein? Also diese... Die sehen ja cool aus. Warum baut der versteckte Schalter in seinem Palast ein? Dann kommt ja auch selbst kein anderer mehr irgendwo hin. So. Dash Render! Hier zum Dienst gemeldet. Okay, die können auch nicht viel. Ja, das nervt, dass man hier immer in Räume rennen muss, wo man nicht wirklich sehen kann. Oh, verdammt, diese Selbstschussanlagen machen, glaube ich, echt viel Schaden. Ich sehe nicht mal wirklich die Gegner irgendwie, aber er weiß schon, wo er hinschießt. So, diese Roboter auf jeden Fall nicht so das Problem. Wenn man die unter Beschuss hält, haben die auch so ein bisschen Stagger-Effekt, dass sie sich nicht wehren können. Ich bin gerade echt überrascht von der Musik, dass sie so cool ist. Habe ich irgendwie nicht in Erinnerung. Das ist ja auch so eine fürs Spiel komponierte Musik, würde ich sagen. Die kenne ich nämlich noch nicht. Höp! Es wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen, wäre im Spiel allgemein, wäre noch so ein paar mehr Gegnertypen, sage ich mal. Also so ein Nahkämpfer, so ein dicker Tank. Gut, es gab am Anfang die Bumpers, aber die kommen jetzt nicht mehr vor. Hätte ja hier ruhig so ein paar, was weiß ich nicht, Gamorianer oder sowas einbauen können. Also die Schweinemänner aus Jabba's Palast zum Beispiel. Hätte man ja auch als Gegner nehmen können, sowas in der Richtung. Dass man dann den vor denen natürlich einigermaßen weglaufen sollte, denn im Nahkampf dürften die gut drücken mit ihren Äxten. Hä, was ist das jetzt hier? Den hat er nicht getroffen. Jetzt trifft er gar nichts. Na gut, den haben wir. So, lohnt es sich jetzt hier rauszuspringen für den Moment? Ich denke mal ja, oder? Stimmt, hier ist... Ah! Ich hätte gedacht, hier wäre irgendwas Gutes für mich. Nicht irgendwie, dass ich aufs Maul krieg. Hier irgendwas? Irgendwas? Ne. Das war knapp. Und du, was soll das werden hier?
Nichts ist hier. Hier kriege ich einfach nur Damage. Hm. Blöd gelaufen für mich. Hätte ich also auch einfach außen vor lassen können. Ja. Gedacht, das wäre down. Nein, ich will nicht sterben. Ah! Noch ein Hit und ich bin down. Hoffen wir mal, dass das hier der dicke Vorratsraum ist, wo nur Leben drin ist. Hey. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Nee, geht nicht auf. Ganz, 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 ganz vorsichtig. Und jetzt kommt ein Fahrstuhl, da kann ich nicht viel machen. Also kann man da rausschießen? Sieht mir nicht so aus, ne? Ne, das ist ein Fenster. Wenn ich jetzt von da erschossen werde, rege ich mich auf. Der hat ihn noch nicht gesehen. Drei Leben nur noch. Jetzt gehen hier wahrscheinlich irgendwas auf, irgendwas passiert. Ja. Eine Brücke bildet sich. Kann ich jetzt hier doch rausspringen? Nee. Hier? Das sah so aus. Ich werde so sterben, aber ich guck trotzdem. Nein! Ich dachte immer, das Ding ist tot. Leben, 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 Leben! 23, naja. Viel ist es auch nicht. Gucken wir mal nach oben. Na, das sieht mir nicht so aus, als wäre da irgendwo was. Aber man möchte es ja irgendwo trotzdem wissen, oder? Das schaut nicht so aus, als wäre hier irgendwas irgendwo. Schade eigentlich, hätten sie mal machen können. Wahrscheinlich ist es irgendwo, ist irgendwas. Bestimmt so ein Challenge Point oder so. Aber wenn man den findet... Hä, was ist denn hier? Aha! Ich sag's noch. Oh, hier ist der blaue Schuss. Den hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht. Stunner. Das ist nämlich der Schuss... Doch, den hatten wir auch schon mal, oder? Nee, ich weiß es nicht. Das ist der Schuss, den die in der Episode 4 benutzen gegen Leia, die Stormtrooper. Das ist dieser, Betäubungsschuss. Wenn man so schön sagt. Kann ich auch nochmal benutzen irgendwann. Geht er jetzt hier auch zum Ende hin? Das ist das letzte Zu-Fuß-Level, soweit ich weiß. Daher muss ich die sowieso alle mal verbraten, nicht? Wir haben ja auch noch den Super-Disruptor-Schuss, also... Drei Leben nur. Huch, bewegt sich jetzt wieder nach oben. Kann ich da eigentlich noch weiter hochfliegen dann? Aber hier ist nichts. Okay, gut. Oh, ich hasse solche engen Dinger hier, ne? Wegen sowas. Ja, zum Glück kann man recht unendlich oft schießen und rumspammen. Wow, die haben wir gut getroffen. Kann man nicht sagen, gegen... Zwei Leben nur noch. Ich weiß hier nicht, ob es hier einen Endboss gibt. Das ist die Frage. Und ich weiß nicht, ob dieser Stunner-Schuss überhaupt was macht gegen die Typen. Ich glaube, ich nehme lieber die Seeker-Granaten. Da ist ein ganz kleines Zeitfenster, wo man ihn abschießen kann. So, den haben wir. Hier mal durch. Kann man da reinfallen? Also soll man da reinfallen? Wirkt mir fast so, aber ich mach's jetzt natürlich nicht. Aha. Hoppa. Autsch. Oh, jetzt nochmal. Oh, ich bin schon wieder fast tot, ne? Okay, gegen die. Ich muss hier echt mal ein bisschen. Scheiße, scheiße. Ich muss hier echt mal meine Dinger verbrauchen. Das war echt gemein platziert. Das war wirklich gemein platziert. Geil, ey. Das ist auch ein gemeiner Spawn gewesen, wie ich finde. Scheiße, scheiße, scheiße. Den will ich mal mit dem Stunner abschießen. Einfach mal. Boom. Jetzt ist er da gefroren. Das wusste ich gar nicht mehr.
War coole Sache auf jeden Fall, ne? Das da, ne? Ja, als ob ich den da nicht sehe. Gemeine Hunde. Ich darf das jetzt nicht verkacken, Mann. Ich darf hier nicht Game Over gehen. Huch, wow. Nee. Runter eine Etage oder hoch? Ich sehe ja nichts nach unten hin. Na, die sind kein Problem. Ah, die sind kein Problem und ich werde von ihm down geschossen auf 10%. Oh nein. Dann drück mal den Knopf, danke. Ich muss hier die Pulsdinger nehmen, ernsthaft. Hier ist nichts, oder was? Ich hab Angst, ich hab Angst. Hier ist auch keine Tür offen, gar nichts. Nee. Irgendwo Leben oder sowas? Das wäre schön, wenn es hier Leben gäbe, ey. Oh Mann, ich muss nach ganz oben. Ich habe noch einen HP so gesehen, also einen Schuss und ich bin weg vom Fenster. Hoffen wir mal, dass die Tür jetzt hier offen ist. Sie ist immer noch nicht offen, ne? Ich muss noch weiter nach oben. Ja, aha, aha. Da oben ist immerhin. Naja, komm, das kann man auch mit dem Normalen machen, ne? Ist da noch einer? Ich hoffe mal, ich sehe den hier irgendwo. Hey, nicht wieder so einen Mist machen hier mit dem Runterfallen. Ja, der hat schon auf mich gezielt, oder? Kann das sein? Ist auch gemein hier. Man muss hier hochspringen, ohne dass man irgendwo sieht. Man muss so gesehen mit dem Rücken hier rankommen. Die haben da die ganzen Vorteile für. Ach, das sind die Bomben! Ah, okay. Wow. Ja, jetzt sollte bestimmt wieder die Tür offen, oder? Ja. Okay, ich muss nur noch rauskommen irgendwie. Ich muss nur noch rauskommen. Scheiße, das wollte ich nicht. Bin so tot. Einfach abspammen! Ja, scheiße. Ich wollte da nicht rausspringen. Habe ich jetzt aber überhaupt wenigstens einen getötet von denen? Ach komm. Also jetzt reicht's mir aber auch, ja. Bisschen höher. Jawohl. Ach, das führt gar nicht. Nein, hier wäre unendlich. Hier wäre Leben gewesen. Ach, so schade. Ich wollte gerade sagen, das führt einfach gegen eine Wand, oder? Nee. Ach du Scheiße, das sieht mir hier so nach Endboss aus, oder? Wenn es da auch so einen 100% Lebenscontainer gibt. Bitte, bitte lass jetzt hier. Ich nehme das jetzt mit. Die neuen Leben brauche ich. Bitte jetzt keinen super mega Boss. Obwohl, ich kann ja hier auf den Disruptor gehen. Das sieht mir sehr nach Boss aus. Captain Rendar, you have been a persistent thorn in my side. Not to mention a most disruptive, uninvited guest at my palace.
I apologize that I am unable to give you a guided tour, as I have more pressing matters to attend to at my Skywalk. However, I remain a gracious host and leave you in the company of my favorite gladiator, Trolls. I hope you find him as entertaining as I have over the years. Okay, der Disruptor muss herhalten, also wirklich, jetzt der, ich hoffe, der geht schnell down. Ach du Scheiße, Mann, das ist ja ein Monsterviech. Aber an den erinnere ich mich tatsächlich, der, vom Aussehen her kenne ich den. Er sieht ja da wieder mit seinem geduckten Pose hier. Geht er down damit? Nee, nicht ganz. Aber ich habe ja zwei. Ich dachte gerade, ich wäre tot, ne? Habe ich mich erschrocken. Aber bam, da ist er down. Zwei Disruptoren habe ich mir zum Glück aufgehoben. Ach du Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, er hat mich tot. Das war's, ne? Oh, scheiße. Wie dumm. Hätte ich mal beim ersten Phase nicht beide Disruptoren benutzt. Alles klar, ich spiele bis dahin und wir sehen uns gleich nach dem Schnitt. So, wir sind wieder hier vor der Boss-Tür. Ich habe jetzt bis hier nochmal durchgespielt, schnell. Und wir haben diesmal auch wieder, glaube ich, beide Disruptoren, jawohl. Also diesmal merken eventuell lieber nur einen direkt am Anfang verbraten. So, die Szene überspringen wir. Hier sehen wir den bösen Endboss. Ah, ich hätte natürlich auch Disruptor bleiben können. Zieht es dem ab? Naja. Okay, den ersten haben wir. Die erste Phase. Ich hoffe, der hat nicht noch mehr, ey. Wenn er dann am Ende nur noch als Kopf rumfliegt, dann flippe ich aus, oder? Kann natürlich auch irgendwo im Labyrinth versuchen, ein paar Sachen zu kriegen, aber... Ist der down? Nee. Scheiße. Wäre Leben gewesen, okay. Ja, da sind auch noch Ads. Wow. Nein, ich bin in seinen Flammenwerfer geflogen. Wie dumm. Ah, okay, man startet aber auch bei der gleichen Stelle nochmal. Also, man merke sich nicht an ihn ranfliegen. Bitte lass das gewesen sein. Bitte lass ihn jetzt nicht noch... Nein, der Kopf. Ich hab's mir doch gedacht, dass es so war. Aber was kann der noch? Das ist die Frage. Jetpack Manufacturing, was? Bam, bam, bam. Der wird bombardiert, der Gute. Ab hier, ich brauche irgendwie Leben. Leben wäre schön. Leben wäre sehr schön. So, irgendwo leben. In diesem Labyrinthus Maximus. Sieht nicht so aus. Shit. Weil davon hat keine getroffen. Okay, wir haben immer noch den Stunner. Vielleicht bringt der ja sogar was. Wer weiß das schon. Oh, der ist über mir. Ne, der bringt nichts, der Stunner. Scheiße, das Jetpack ist down für immer? Oder lädt sich das auch nochmal auf? I'm not sure. Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er denn? Oh, verdammter Mist. Da haben wir ihn. Komisch, war ich um die Ecke gerannt, aber naja, irgendwie hat's geklappt. So, das sind natürlich jetzt nicht die Statistiken, die wir vorhin hatten. Wir hatten natürlich länger gebraucht als 13 Minuten, aber jetzt haben wir endlich auch diesen letzten Endboss geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen, gebt doch eine Bewertung ab oder schreibt einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.